Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 und heute mit einem PSN-Freund, der André. Zoom habe ich beim Let's Play gestört, ich kann hell sehen. Lieber Käsebier, nein, hast du nicht. Warst du nicht? Absolut nicht gestört beim Let's Play. Warum auch? Ist doch cool, wenn du mir was schreibst. Ja, es ist jetzt hier noch ein bisschen hell, man nennt es auch Abend heute. Das heißt, die Sonne ist zwar untergegangen, aber die Sonne hat immer noch ein bisschen Schein. Und jetzt erleben wir einfach ein paar Abenteuer, würde ich sagen. Und in diesem Alltag in GTA 5 habe ich natürlich viel vorbereitet. Auch ein Thema, wir philosophieren heute. Ihr müsst dabei nichts tun. Ihr müsst bei diesem philosophischen Video eigentlich nur eins tun. Es genießen. Und zwar reden wir über GTA. GTA, ein ganz toller Teil. Die GTA-Reihe finde ich fantastisch. Und nicht nur die GTA-Reihe, sondern viele andere Reihen, wie die Fallout-Reihe, haben mich einfach fasziniert. Euch natürlich auch. Jeder ist doch irgendwie aufgewachsen. Damals gab es auch Spiele. Pokémon. Gelbe Edition. Damit sind wir doch aufgewachsen. Na? Pokémon Gelb, Pokémon Rot, das war doch das GTA von damals. Damals mit dem Gameboy. Und heute spielen wir weltweit vernetzt. Mit Amerikanern, mit Engländern und natürlich auch mit Australiern. Wir sind vernetzt. Weltweit vernetzt. Total vernetzt. Und das verzögerungsfrei können wir Nachrichten verschicken, was damals so unmöglich war. Vor 50, 60 Jahren Nachrichten zu verschicken, ein Ding wäre wirklich der Unmöglichkeit. Und heute ist es möglich. Heute haben wir die Technologie. Und was natürlich auch menschlich ist, wir vergessen diese große grafische Gewalt. Was wir leisten, was wir sehen, GTA 5 zum Beispiel. Vor 10 Jahren undenkbar. Hätte jemand gesagt, ein Spiel wie GTA 5, der hätte gesagt, das ist nicht möglich. Ja, heute ist es möglich. Ja, HDMI, leistungsstarke Konsolen, die Technologie hat sich verbessert. Ja, das ist alles hier der Grund, warum wir hier solche Spiele spielen. GTA 5, ein unglaubliches Grafikwunder. Hier Millionen Farben. Millionen Farben werden erzeugt auf so einem auf einem Fernsehbildschirm oder auf dem PC. Millionsten Farben hier. Hier wird sogar die Engine sichtbar. Engine, also dieses. Ja, diese ganzen Effekte. Ich fahre durch den Sand. Es entstehen Fahrspuren im Sand. Das ist heutzutage was ganz Normales. Wir sind heute doch Grafik gewöhnt. Wir sind doch heute. Wehe, da ist irgendwo ein Pixel oder irgendwo eine Kantenglättung. Oder die Grafik sieht nicht gut aus. Ne? Dann meckern wir schon rum. Es gibt Leute, die spielen nur Spiele, die absolute gute Grafik haben. Und die Spiele, die nicht so gute Grafik haben, die interessiert eigentlich heutzutage keinen mehr. Solche Spieler gibt's. Ne? Die spielen nur Spiele, die die beste Grafik haben. Und Spiele, die eine billige Grafik haben, die kommt für die gar nicht in die Tüte. Finde ich natürlich absolut scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu einem Spiel gehört es einfach, dass ein Spiel nicht perfekt ist. Sonst spielen wir ja irgendwann mal hier ein reelles Spiel, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt echt auf meinem Bildschirm oder ist das nicht echt. Ne, das gehört einfach dazu, das ist halt ein Spiel. Besteht aus Pixeln. Und egal wie gut das Spiel ist, es entstehen immer Pixel. Ich zoome hier ran, der Boden hat Pixel. Was sieht man jetzt? Nicht so gut. Da muss man es auf dem Fernseher gucken oder auf dem PC. Zoom mal irgendwo ran. An so eine tote Leiche oder so. Dann merkst du das. So. Oh, cool, André. Finde ich cool, dass du drauf bist. Moin, moin. Du hast dich russisch gekleidet. Ja, ein richtiger Geschäftsmann. Finde ich cool. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen philosophiert. Ja, komisches Wort, oder? Aber dieses Wort trifft es doch. Ihr habt mir zugehört, ihr habt auch im Gedanken euren Teil dazu gedacht. Ja? Und wir können gerne mal schreiben, was denn euer Lieblingsspiel ist.
Welches Game hat euch fasziniert? In welchem Game habt ihr Abenteuer erlebt? Stundenlange Nächte durchgezockt und so weiter, Schule geschwänzt. Bei mir war es Oblivion, muss ich ganz ehrlich sagen. Oblivion, Fallout. Ah, ich wollte einfach den Bogenfertigkeit immer auf 100 kriegen. Bogenschützenfertigkeit auf 100 und Schleichen auf 100. Bin ich immer durch Tamriel gereist und so weiter. Ja, bis ich es hatte. Und das hat viele Stunden gedauert. Oh Gott, manchmal war ich 24 Stunden beschäftigt. Hat viel Zeit gedauert, na klar. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, das waren meine Erfahrungen. Und heute werden natürlich Spiele hauptsächlich nach dem Online-Modus ja, bewertet, würde ich mal sagen. Viele Spiele, da geht es ja nur noch um den Online-Modus. Aber der Singleplayer, das, was hier eigentlich in meinen Augen das Hauptding ist, das wird vernachlässigt. Und das ist ganz, ganz traurig. Wir müssen wirklich mehr in den Singleplayer investieren und Spiele vielleicht nur für den Singleplayer machen, und dort einfach eine bessere Qualität machen. Weil wenn wir auf den Multiplayer bei manchen Spielen verzichten, haben wir natürlich einen besseren Singleplayer-Modus. So ist das natürlich. Jo, ich bin jetzt auf jeden Fall draußen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!